Und hier, dann gibt es wieder so einen Schritt zur Seite. Dann dieses, linker Arm kommt nach vorne, die rechte stützt. Das ist eine. Also der gesamte Ablauf jetzt ist eine Form. Das ist ein bisschen komplex. Dann so ein Annehmen und das ist in erster Linie, glaube ich, mal der Vogelschwanz. Man lässt ihn dann gleich los. Das ist dann eine Form. Dann dieses. In der Form ist kein Kontakt, aber ihr könnt euch am Anfang das merken, dass die, in diesem Fall die rechte Hand am Handgelenk stützt. Das ist nochmal so ein Bogen zu der Seite. Dann noch eine Form. Hier ist eine Hüftverdrehung bei, nach unten kurz lösen, nach oben und ein Push. Also es sind vier Unterformen. Dann gibt es die fünfte, das ist so eine Drehung, 180 Grad, komplett zur anderen Seite. Dann Ball links und das gleiche seitenverkehrt nochmal. Ein Schritt. Das ist, wenn ihr wollt, könnt ihr an so einen Hüpfball denken. Ja? Und dieses Gefühl hier außen, aber auch hier unten, entstehen lassen, wenn ihr wollt, also wirklich so ein Gummiball gespannt. Das hier ist der Vogelschwanz, annehmen und schon loslassen. Dann übergehen zum Handgelenk stützen. Dann diese Welle mit Hüftverdrehung. Das ist diese Form. Das ist ziemlich umfangreich. Abschnitten merken. Also den kennen wir sowieso, den rechten Ball, den Schritt. Stützen rechts haben wir schon gehabt. Dieser hier ist ein bisschen unüblich. Es ist wirklich so, dass man dieses Gummiballgefühl ein bisschen kultiviert. Die Kampfkunstleute, die sind über diese vier Abschnitte enorm froh, weil für die ist das der Inbegriff des Tai Chi. Nun, wir sind aber nicht so nach außen gerichtet. Ein bisschen Erklärung gibt es schon, wir haben genug Zeit. Also einmal rechts stützt, links hat in erster Linie so ein Gummiball-Feeling. Dann ein Annehmen und an einem vorbei lenken und loslassen. Dann übergehen zu Handgelenk stützt, dann ein Annehmen, verdrehen, nach unten umlenken, kurz lösen und ein Push. Dann die 180 Grad Drehung und zum Ball